Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Weekly in diesem Jahr. Ja. Zu unserem Special Super Sonder Silvester Weekly. So viele Essen. Ich sitze hier voll im Schatten, weil ich meine Bohu-Mütze aufhabe, aber die muss ich einfach eintragen. Du beschwerst dich, dass du im Schatten sitzt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich so schlimm aussehe. Ich bin gerade eben erst aus dem Stall gekommen. Es war alles etwas, etwas abrupt, sagen wir mal so. Aber wir wollten auf jeden Fall nochmal ein Weekly machen, indem wir uns so ein bisschen für alles bedanken auch zumindest. Genau, es ist ja echt krass, wenn man mal überlegt, wie sich das alles in diesem einen Jahr jetzt entwickelt hat. Genau. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr, Ende des Jahres, da kam gerade die World of Warcraft Erweiterung raus. Da hatten wir gerade, es war im November, da haben wir gerade die 1000 geknackt gehabt. Und jetzt stehen wir schon kurz vor den 29.000. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch als kleines Dankeschön nochmal zu den 30.000 ein bisschen eine größere Verlosung machen. Genau. Und wir haben jetzt schon was ganz Tolles für euch hier, aber wir verraten natürlich noch nicht was. Warum wir die Hunis jetzt auch gerade so da haben, weil die haben nämlich richtig viel Angst momentan. Es ist wirklich so, gestern Nacht war auch echt schlimm, weil die ersten bei uns schon geböllert haben. Wie ist denn das bei euch allen so? Ich habe schon ein paar gelesen, die auch unter meinen Post geschrieben haben, dass es bei ihnen da teilweise ähnlich ist. Und wir müssen mal gucken, ob wir die jetzt die Tage über noch ein bisschen beruhigen, weil hier böllern die leider auch noch die ganzen Tage, denen ist es ziemlich egal. Ob sie das dürfen oder nicht, weil mitten in der Nacht geht es dann teilweise auch noch die nächsten paar Wochen teilweise so. Ja, sie ballern auch schon seit dem 18. Dezember hier. Was sie nicht dürfen, genau. Ja. Aber man kann ja immer ein bisschen schlecht den Leuten handhaben, weil man findet es einfach nicht, weil man bis da irgendwie wer da wäre und sowas und das ist... Ja, klar. Egal. Genau. Was denn? Es war eine Rakete. Ich hab schon... Ihr hört es gerade schon. Oh. Hey, armer Mann. Ganz ruhig. Da kriegt jetzt mal live mit, wie viel Angst die beiden nämlich haben. Ja. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, für die ganzen Kommentare und die lieben netten Worte und eben. Nani mag weg. Genau, die wir von euch immer so bekommen. Die Nani ist auch schon ganz doll am Zittern. Da seht ihr gerade die Hani, die da hinten mal versucht in die Ecke zu kommen. Aber wir wollten euch auf jeden Fall noch ein Video machen, auch wenn es gerade ein bisschen schwierig ist mit den ganzen, mit den Aufnahmen. Heute. Hani, bist du mutig? Deswegen, wenn manche Videos bei uns heute ein bisschen weniger drin haben, kann es sein, dass es daran liegt, dass wir ein paar Sachen schneiden mussten, weil die Hunis dann erstmal beruhigt werden mussten. Die Nani ist auch gerade ganz doll am Zittern, ich weiß nicht, was du mitbekommt. Also, ich halte die nämlich auch gerade so, man merkt das in den Händen nämlich ziemlich stark. Aber was war das Jahr so los? Also, wir haben jede Menge neue Leute mit bei uns bekommen, wir haben neue Unternehmen, die teilweise mit uns zusammenarbeiten. Eben auch, wie man hier sieht, zum Beispiel Loot Raider, wo wir auch total happy sind, dass wir da euch immer die Boxen zeigen können. Und auch, dass wir jetzt Nintendo-Spiele zeigen können, wo wir auch total happy drüber sind. Dass wir eben auch viele Titel, die ihr euch wünschen würdet, eben jetzt auch wirklich reinpacken könnt. Genau. Und von daher, und wie gesagt, auch nochmal von mir, wenn ihr Autogrammkarten haben wollt, weil ich da nochmal die Frage gesehen hatte vor kurzem, schickt uns einfach einen Umschlag, wo eure Adresse draufsteht. Also frankierten Rückumschlag heißt... Eure Adresse sollte drauf sein und frankiert eine Briefmarke. Dann können wir es euch direkt zurückschicken. Ansonsten wäre das für uns ein bisschen too much, wenn wir das dann allen direkt nochmal das Porto noch mit bezahlen müssten. Das würde dann doch ein bisschen unser Budget sprengen. So stecken wir das dann lieber in Gewinnspiele für euch und auch eben in einige Investitionen, die wir für den Kanal noch tätigen müssen. Da ist nämlich eine ganze Menge außenrum und auch merken wir es ab und zu in Spielen, dass es mal wieder nötig wäre, dass wir ein bisschen unsere Hardware aufrüsten. Bei Tomb Raider habe ich es jetzt gerade das erste Mal bei mir wirklich gemerkt, wo ich gesagt habe, Mittel ist noch drin, aber so Hairworks und sowas ist nicht mehr wirklich drin. Ja, ich habe es jetzt das erste Mal gemerkt bei Riding Out, nicht bei den Aufnahmen, da läuft alles einwandfrei, aber beim Stream, weil das Stream an sich zieht extrem viel Leistung vom PC. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, also wir gucken nämlich da, dass wir uns da stetig verbessern und damit wir eben euch auch die ganzen Sachen eben so präsentieren können, wie wir das nämlich gerne würden. Genau. Und von daher wäre es nämlich super, wenn ihr uns, wir geben euch gerne Autogramme, uiuiui, aber da müsstet ihr uns dann so weit entgegenkommen. Oje, jetzt habt ihr gerade die Hani da verschwinden sehen. Und ja. Das ist unser guter Vorsatz quasi fürs neue Jahr, Rechner aufrüsten, um noch bessere Qualität liefern zu können. Genau, wir gucken auch mal, vielleicht, dass wir auch mal DS-Spiele zeigen können, aber dafür müssen wir eben auch noch mal ein bisschen... Genau, das ist relativ teuer, muss man leider sagen, die Komponenten, die man dafür braucht. Also aktuell, glaube ich, um die $300 kosten dieses Gerät. So, wir werden das ganze Video jetzt auch einfach mal ein bisschen kürzer halten.
Sache wollte ich aber noch sagen, was ja auch ganz groß letztes Jahr war, war die Gamescom, beziehungsweise dieses Jahr jetzt ja noch. Genau, wo ihr wir gerne. Ja auch waren. Genau, wir haben ein paar Leute von euch schon getroffen und das haben wir auch für jetzt kommendes Jahr, haben ja schon ganz viele angekündigt, dass sie kommen wollen. Wir werden auf jeden Fall wieder da sein. Da nehmen wir auf jeden Fall auch einen richtig dicken Stoß an Autogrammkarten mit. Also wenn ihr da welche haben wollt, da haben wir auf jeden Fall genügend dabei. Oje, die Hanni will jetzt gerade in den Schrank flüchten. Da fühlt sie sich dann meist noch ein bisschen sicherer. Wir werden auf jeden Fall am Wochenende natürlich wieder unser normales Mügli machen, wo wir auch noch einige Pakete bekommen haben. Die werden auf jeden Fall da auch nochmal alle reinkommen. Also wundert euch nicht, dass wir hier jetzt keine großartigen Briefe oder sowas noch mit reinpacken. Es sind auch schon wieder Sachen in die Packstation geliefert worden, obwohl definitiv keiner geklingelt hat bei uns. Wir waren ja die ganze Zeit da waren. Ja. Deswegen aber, euch einen guten Rutsch, feiert noch schön, habt Spaß und treibt's nicht zu bunt. Und dann sehen wir uns, dann sehen wir uns spätestens in den Streams natürlich Freitag in Minecraft am 1. Dann natürlich auch am Sonntag mit der Verlosung, weil wir haben ja wieder eine, die sich diesmal so ein bisschen außerhalb des letzten Monats verschiebt. Genau, weil ihr wisst ja, immer zum Ende des Monats kommt eine Verlosung unter allen Subscribern. Auf Hitbox, genau. Genau. Dann vielen Dank für eure ganze Unterstützung nochmal von mir. Kommt gut rein! Bis zum nächsten Mal.